Hammer 44, Würfelkunststücke. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect opportunity to have her participate in the Test Vehicle Slalom. Ja, ja, klar, ich lasse sie sofort in so ein Ding einsteigen. Super Idee, GLaDOS. Kostenlose Arbeitskräfte, ne? Wobei ich auch nicht bezahlt werde, laut meinen Infos. Schauen wir mal. Im letzten Part, Kammer 43, war sehr witzig, hatten wir sehr, sehr, sehr viele Portale. Und damit durfte ich schön rumalbern. So, hier muss ich wieder denken. Es kommen zwei Fahrzeuge wahrscheinlich immer raus. Der erste macht was, der zweite macht was, der dritte macht was. Okay. Ich beobachte noch. Gut, den ersten habe ich kapiert. Also der erste, der drüber fährt, wird katapultiert. Block. Den Block schmeißt er hoffentlich da rein. Und das Fahrzeug bringe ich hoffentlich in das blaue Portal und dann bin ich schon am Ziel. So, jetzt der andere. Gelbe Portal. Schwung. 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 Ach, da ist der Schalter, den habe ich die ganze Zeit gesucht. Da bin ich ratlos. Ach, das muss irgendwie so gemacht werden, wahrscheinlich. Was? Ich habe keine Ahnung, was gemacht werden soll. So, schauen wir uns mal erstmal diese großartige Idee an. Yay! Also automatisch funktioniert oben schon mal nichts. Und unten genauso wenig. Toll, dann darf ich das abtimen. Die Frage ist, wie? Noch keine Ahnung, was ich machen soll. Also oben, erstmal mache ich oben, weil oben ist irgendwie einfacher. Doch, das geht. Das ist schon richtig, wie sie es machen. Okay. Dann mache ich parallel das da dazu. So. Dann haben wir das da. Dann funktioniert das schon mal. Relativ leicht. Das war schon richtig. Mein Gedanke. Hier kann ich so einiges fester machen als geplant. Ich kann sogar unten nochmal stabilisieren. Soll ich? Soll ich nicht? Ist im Moment keine Notwendigkeit, deswegen lasse ich es. Und? Das wird allerdings nur von einem Ding gehalten. Der ganze Druck ist halt auf dem hier. Was nicht so praktisch ist. Besser? Besser. Okay, dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Vorausgesetzt, alle Winkel sind richtig. Die Kiste sollte oben reinkullern. Und er kann unten weiterfahren. Die Kiste kullert, der Typ nicht. Das heißt, ich muss das hier definitiv ändern. Und zwar so, dass er keinen so tiefen Fall hat. Boah, an sich muss ich das hier bauen. Viel höher muss ich die Straße setzen. Den Rest kann ich trotzdem so lassen. So, schön stabil machen. Ah, sieht nicht stabil aus. Warum will die hier einbrechen aber? Das verstehe ich nicht so ganz.
Da baue ich schon so viele Brücken und verstehe immer noch nicht, warum sie unbedingt einbrechen muss. Zumindest hält sie mal. So. Jetzt schauen. Das Fahrzeug ist überlebt. Er fällt fast genauso tief. Aber es funktioniert. So. Was ich da mache, mache ich später. So, der andere kommt einfach durchs gelbe Portal, rast voll durch und dann weiß ich nicht weiter. Ja doch, eigentlich schon. Wenn er voll durchrast, dann lassen wir ihn voll durchrasen. Genau das machen wir. Das da fehlt noch. Das da fehlt auch. Was ist das denn? Stabil, stabil. So, jetzt kommt das Ding mit Schwung. Und dann weiß ich nicht weiter. Weil was habe ich davon? Ach du cool, ach genau. Die Kiste muss ich in dem Fall nicht befestigen. Was heißt befestigen? Nicht. Ja, ich bin halt in Gedanken. Nicht selbst schubsen, weil ich kann es ja so machen. Und sie fliegt perfekt durch. So. Und das Schöne ist, ich kann sogar mit ihr weiter experimentieren, ohne das Fahrzeug zu rufen. Na dann ab geht's. Die Kiste kommt mit viel Schwung. Ja, ins gelbe Portal kannst du auch gehen, natürlich. Ist aber nicht so gedacht. Könnte man damit eigentlich schummeln? Wenn ich den unteren Knopf dauerhaft gedrückt halte, theoretisch so weit hochschaffen würde, dann würden alle nur noch den oberen Weg nehmen. Wäre ganz witzig. Biegen wir das mal ein bisschen, so. Nicht das da, so. So, flieg und sieg. Das Gel hat auf den keine Auswirkung übrigens. Ich muss das noch höher verlagern. So. Ja, es hält gut. Ja, aber höher ist nicht das Ziel, was ich brauche. Was mache ich denn mit dem? Der kommt hier durch und dann? Soll ich für sie eine Rutschbahn bauen oder was? Wollt ihr das echt? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das kann doch nicht verlangt sein. So. Ja, das Problem bleibt aber. Unter anderem auch hier ein Problem. So ist es vielleicht besser. Vor allem durch meine Versuche ist alles eingestürzt. Weiß ich nicht, was die wollen. Jetzt haben wir es wieder wie vorher. Und wie war das?
Nee, das ist definitiv schlimmer. Ich rede zu wenig, kann es sein? Ich bin wieder in hoher Konzentration. Ja, aber du fliegst nicht weit genug, egal was ich tue. Das ist halt dämlich. Ja, das kann ich aber auch nicht bauen. Es muss von oben kommen, definitiv. So. Stabil. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das stürzt zuerst ein. Vielleicht befestige ich das so. Dann sollte es vielleicht ein bisschen haltbarer sein. So. Aber es knickt nach links dennoch. Wenn ich kleinere benutze, ist es halt stabiler, aber es kostet mehr Arbeit und sieht bescheuerter aus. Was habe ich hier wieder falsch gemacht? Kann ich es irgendwie... Ups. Gerüst hält das es nicht aus. Mann! Ich kann nichts bauen. Vielleicht ist es aber doch ein bisschen zu hoch. Und das dann natürlich zu niedrig. Nein. Und? Jetzt habe ich es runter gemacht. Oh, er schafft's. Damit ist das auch aufgebaut. Ja, toll. Ich darf hier das aber nicht beeinflussen. So. Nein. Nein. Ja. Hält die Brücke so? Viel muss sie nicht aushalten, aber dennoch. Das ist riskant. Aber sie hält. Dann schauen wir mal. Wenn es klappt, müssten beide letztendlich kurz vorm Ziel landen. Genau. Damit ist es geschafft, so gut wie. Dram-dam-dam. So. Das Ding kommt natürlich so an. Bisschen erhöht. Ich will halt, dass sie darüber springen, damit ich nicht irgendwas wieder Komisches bauen muss. So, aber sollte stabil genug sein. Toll, ich kann mich nicht mal an beide befestigen. Vielleicht klappt's. Ab geht's. Beobachten wir die zwei.
liegt cool da unten. Genauso bei den Brücken halten es aus. Und jetzt. Da kommt gut ins Ziel. Da kommt nicht ins Ziel. Wobei ich das jetzt natürlich machen kann. Das ist natürlich kein Problem mehr. Ja, demnach ist das auch kein Problem. Sehr gut, zwei geschafft. Jetzt gucken, ob es mit dem Konvoi genauso läuft. Ich finde vor allem die Idee cool oben, dass ich den erst reinschubsen muss, beziehungsweise dass es auch schon für mich geregelt wurde. Ich nur noch das Abfangen übernehmen muss. Sehr gut. Und jetzt der Konvoi. Mal sehen, was der sich so leistet. Die kommen ja schnell hintereinander, okay. Ich glaube nicht, dass es zu Problemen kommt. Deswegen klappt es auch wunderbar. Wie? Habt ihr das geschafft? Ah, doch, ich weiß wie. Ja, natürlich. Der erste schubst immer den Block. Die anderen zwei allerdings nicht. Deswegen ist die Flugbahn von denen ja ganz anders. Oh, seid ihr fies. Da habe ich gar nicht gedacht. Seht ihr? Hier der zweite fliegt definitiv weiter. Das kann ich eventuell verschieben, so. Selbes Prinzip. Ja, aber der Block kommt nicht dahin, wo er soll. Oh, das ist aber so ein Zentimeter an Zentimeter. Millimeter um Millimeter. Der erste ist, wie gesagt, kein Problem, da er abgebremst wird, aber die anderen. Ja, aber die dürfen dran knallen, theoretisch. Sollte keine großen Auswirkungen haben. Yay, geschafft. Sehr schön. Okay. Ausgeliefert. 66%. Beim letzten Mal hatten wir 66% Verlust. Je nachdem, wie man sieht. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Cool. Cool auf jeden Fall. Der Part reicht leider nicht für eine weitere Kammer. Die hat uns diesmal alles gekostet. Vor allem durch das Verwirrende da unten, aber na gut. Im nächsten Part 45. Es nähert sich, ja, es sind ja noch 15 Kammern, aber dennoch nähert es sich langsam dem Ende. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet beim Finale. Ich merke gerade, unten habe ich diesen Punkt hier gar nicht benutzt. Damit hätte ich die Brücke theoretisch noch stabiler machen können. Aber na gut. Wann damit? Keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.